Hallo zusammen, für dieses Video durfte ich das Walking Pad A1 Pro testen. Es ist derzeit das hochwertigste, klappbare Schreibtischlaufband aus der Walking Pad Serie, das bis zu einem Körpergewicht von 136 Kilogramm genutzt werden kann. Falls du den Kanal noch nicht kennst, ich teste und vergleiche die besten Produkte rund um Haus und Garten. Dabei versuche ich immer etwas Besonderes für meine Zuschauer bei den Firmen zu bekommen. Dazu später mehr. Das Schreibtischlaufband wird komplett fertig montiert geliefert und aufgeklappt hat es eine Länge von 143,2, eine Breite von 54,7 und eine Höhe von 12,9 cm. Die Lauffläche auf dem Band ist 120 x 41,5 cm groß und diese ist für ihren Zweck vollkommen ausreichend. Die Geschwindigkeit kann zwischen 0,5 und 6 km/h eingestellt werden. Das komplette Walking Pad A1 wiegt insgesamt 27 kg. Das hier ist das mitgelieferte Zubehör. Du bekommst Schmieröl, eine Fernbedienung, ein 1,95 Meter Stromkabel und einen Inbusschlüssel mitgeliefert, mit dem du das Laufband hinten fester ziehen oder lockern kannst. Vor der ersten Nutzung sollte die Fläche unter dem Laufband geölt werden. Die Schmierung minimiert die Reibung zwischen Laufmatte und Laufdeck, was die Belastung von Motor und Riemen verringert. Dies führt zu einem ruhigeren und effizienteren Lauf, schont das Gerät und verlängert seine Lebensdauer. Zu zweit ist das Ganze leichter, aber auch alleine bekommt man es hin. Schmiere mit Gefühl das Laufdeck in der gesamten Breite der Laufmatte. Klappe die Fläche runter und verbinde das Laufband anschließend vorne mit dem Strom. Mit der Fernbedienung kannst du das Laufband immer nur ein paar Sekunden laufen lassen, da das Walking Pad keine Belastung merkt. Das ist Teil der Sicherheit und daher wiederhole ich den Prozess 3-4 Mal, damit sich das Öl schön auf der gesamten Fläche verteilen kann. Ich persönlich öle die Laufbänder immer nach längerer Nichtnutzung und wenn ich merke, dass es mehr Reibungsgeräusche erzeugt als sonst. Hier siehst du, dass es noch auf 3 km/h limitiert ist. Um die 6 km/h freizuschalten, musst du entweder 1 km bei der Geschwindigkeit laufen oder du verbindest es mit der KS Fit App, die ich dir sehr empfehlen kann. In der App musst du das A1 Pro erstmal suchen, indem du oben rechts auf das kleine Plus klickst. Wenn das Laufband eingeschaltet ist, sollte es auch direkt per Bluetooth erkannt werden. Dann wirst du durch eine kleine Anleitung geführt und erst dann kannst du es vollständig freischalten. Dafür musst du einmal in die Einstellungen und die maximale Geschwindigkeit auf 6 km/h bestätigen. Hier kannst du bei Bedarf auch die Startgeschwindigkeit oder die Werte ändern, die das Walking Pad während des Laufens auf dem Display anzeigen soll. Außerdem kannst du beispielsweise eine Kindersicherung aktivieren, damit das Laufband nicht mehr per Fernbedienung starten kann. Du kannst das Walking Pad auch per App starten, was ich empfehle, um deine Erfolge zu speichern. Hier siehst du, wie es in der App während des Trainings aussieht. Wenn du am Schreibtisch gehst und normal einen Fitness-Tracker verwendest, zieh diesen am besten aus, weil die Schritte nicht ordentlich getrackt werden, wenn dein Arm auf dem Schreibtisch liegt. Die Trainingserfolge können nämlich anschließend zu deiner Hauptgesundheits-App gesendet werden. In meinem Fall ist es die Apple Health App. Wenn in meinem Fall die Apple Watch auch versucht, die Schritte zu senden, wird das Ergebnis verfälscht. Ansonsten funktioniert die Übertragung wunderbar. Kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Wie laut ist das Walking Pad A1 Pro? 2 km/h. Ich habe die Lautstärke der verschiedenen Geschwindigkeitsstufen für dich gemessen. Grundsätzlich empfehle ich dir, eine schön dicke Gummimatte unter das Laufband zu legen, damit die Geräusche beim Auftreten gut gedämpft werden. 1 km/h. Gerade wenn du in einem Mehrfamilienhaus oder wie wir im Dachgeschoss wohnst. Es reduziert einfach nochmal die Gesamtlautstärke. 3 km/h. Neben dem manuellen Modus gibt es noch den Automatikmodus, der automatisch beschleunigt, wenn du weiter vorne auftrittst und die Geschwindigkeit reduziert, wenn du dich weiter nach hinten ziehen lässt. Ich zeige dir erstmal meine Versuche, damit du es einschätzen kannst und sage dir dann mehr dazu.
Persönlich verzichte ich komplett auf dieses Feature, weil ich es einfach nicht wirklich verstanden habe und somit nicht wirklich kontrollieren kann. Ich habe lieber die Fernbedienung in der Hand und bestimme die Geschwindigkeit selbst. Das gibt mir persönlich mehr Sicherheit. Es hat vorne ein LED-Display, das dir Werte wie Zeit, Geschwindigkeit, Distanz und Schritte anzeigt. In der App kannst du einstellen, welche Trainingsdaten angezeigt werden sollen. Hier hört man gleich gut, dass nach ca. 1 bis 2 Minuten der integrierte Lüfter einsetzt. Dieser hat einen ziemlich störenden Ton. Das ist in meinen Augen der größte Verbesserungspunkt, da er sich anhört wie eine kleine Sirene. Kommen wir zu meinem Alltagstest. Wenn ich morgens auf das Laufband gehe, will ich möglichst schnell und einfach vom Sitzen zum Walking-Setup wechseln können. Dank der großen Transportrollen lässt sich das Walking-Pad sehr gut durch den Raum ziehen oder schieben. Dann musst du es nur aufklappen und mit dem Strom verbinden. Mehr ist es nicht und es ist in meinen Augen wirklich sehr angenehm zum Aufbauen. Zum normalen Gehen braucht es auch nicht unbedingt eine Unterlegmatte, da das A1 solide gedämmt ist. Insgesamt ist es sehr alltagstauglich. Das Zusammenklappen ist genauso einfach. Schalte das Walking Pad immer aus und trenne es vom Strom, bevor du es zusammenklappst, weil es sonst zu Schäden an den elektrischen Komponenten und dem Motor führen kann. Dann kannst du vorne die Fläche einfach fixieren, indem du dich etwas draufstützt und klappst mit dem anderen Arm die hintere Fläche um. Der zusammengeklappte Zustand ist entscheidend für deine Lagerung. Denke daran, dass das Laufband knapp 13 cm hoch ist und es im Liegen gelagert werden muss. Mein Bett ist hier in dem Fall leider etwas zu tief, um es dort zu verstauen. Schau daher am besten vorher, ob du einen passenden Lagerplatz hast. Kommen wir zu meinem Fazit. Insgesamt ist das Laufgefühl auf dem Walking Pad A1 Pro sehr angenehm. Die Steuerung per Fernbedienung und App funktionieren wunderbar und das Design ist schön modern. Die Transportrollen sind schön groß, wodurch du es auch wunderbar auf dickeren Gummimatten ohne Probleme bewegen kannst. Das Auf- und Abbauen geht schnell und lässt sich gut in den Alltag integrieren. Der Automatikmodus ist für mich persönlich uninteressant und der größte Störfaktor ist der Lüfter, der nach ca. 1 bis 2 Minuten anspringt. Ich weiß nicht, ob es mit der Raumtemperatur von 24 Grad zusammenhängt oder es sich immer automatisch aktiviert. Leider ist es so störend, dass ich das Walking Pad beim Arbeiten nur mit Kopfhörern nutzen kann. Dann ist es kein Problem. Das ist aber ein Punkt, der noch verbessert werden kann. Sollte dich das stören, schau dir mal das Walking Pad P1 an, zu dem ich dir das Testvideo hier oben rechts verlinke. Das Gerät ist im Prinzip baugleich, nur ohne Display und Lüfter. Ansonsten ist das Walking Pad A1 Pro hochwertig und gerade für Personen zwischen 100 und 136 Kilo interessant, da viele Vergleichsgeräte bei dieser Belastbarkeit nicht mithalten können. Falls du Interesse an dem A1 Pro hast, kann ich dir einen 160 Euro Rabatt anbieten. Den aktivierst du automatisch, wenn du dem ersten Link in der Videobeschreibung folgst. Wenn du das Laufband dann in den Warenkorb legst, wird der Betrag an der Kasse abgezogen. Falls du noch Fragen zu dem Modell hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Ansonsten danke ich dir fürs Zusehen und auch danke an Kingsmith, dass ich das Walking Pad testen durfte. Bis zum nächsten Video, alles Gute!